Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend hier auf Okitok. Hallo, guten Abend da draußen an den Boxen. Ja, 18 Uhr steht auf dem Sendeplan. Wir haben 18.26 Uhr. 18 Uhr war hier Einlass, dass ihr das wisst. Wir starten jetzt in Kürze hier. Und wie ihr schon gesehen habt, ja, es geht um die 5G-Belastung, Elektrobelastung, Elektro und dessen Wirkung, Hochsensibilität. Und es geht heute um 5G-Mobiltechnologie, was uns alles verschwiegen wird. Wir sind hier im Haus der Möglichkeiten in der Kirchenstraße Nummer 34 in 5020 Salzburg-Itzling, so heißt es hier. Können Symptome wie Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Herzrasen und Migräne, deren Häufigkeit seit 15 Jahren zunimmt, mit einer Art Allergie gegen Funkstrahlung oder Elektrosmog zusammenhängen? Reagieren Bienen, Vögel und Bäume auf äußere Strahlungswirkung oder müssen sie alle zum Psychiater? Was erwartet uns, wenn hinter unseren Rücken Smart Meters und 5G seit 2018 heimlich zwangs eingeführt werden? Die VEMF beschränkt sich auf Begrenzung und unmittelbare Wirkung, Kraftreiz, thematische Wirkung und befasst sich nicht mit möglichen Langzeitwirkungen. Um diesen Umstand Rechnung zu tragen, fordert die FEMF konsequenterweise im Sinne der Versorgung der Risikomierung die EMF-Belastung nach. So, ich schalte mal um auf die Bühne und da geht's los jetzt. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, alle, die schon da sind, pünktlich um 18.30 Uhr. Wir werden heute auch pünktlich beginnen, einfach damit wir den Vortrag, zumindest den Hauptteil des Vortrages, auch in circa anderthalb Stunden durchbekommen. Weil wir sind heute live auf Sendung beim Radio Okitok, deswegen haben wir heute der Herr winkt schon mit der Kamera. Keine Sorge wegen der Datenschutzsache oder was, Sie werden nicht von vorne mit Gesichtern gefilmt, sondern es wird hier der Leinwandbereich und der Sprecherbereich vorne gefilmt. Da braucht also keiner Bedenken haben wegen dem Datenschutz. Ansonsten, wenn jemand Sorge hat, seine Haare eventuell auf dem... Okay, also gut, des Weiteren haben wir noch Vertreter von der Presse, von den Salzburger Nachrichten, sodass insgesamt günstig ist, wenn wir uns an den zeitlichen Rahmen von geplanten anderthalb Stunden halten. Den Ablauf sehen Sie hier schon mal. Der erste Teil werden wir uns bemühen, dass wir in circa 45 Minuten soweit durchkommen. Dann werden wir eine kurze Pause haben. Für diejenigen, die vielleicht einmal auf Toilette müssen oder geschwind eine rauchen müssen. Und dann haben wir noch organisatorisch in der kurzen Pause auch was hineingepackt, falls Sie mit uns in Kontakt bleiben möchten, Infos über den nächsten Vortrag und so weiter bekommen möchten. Das können wir auch in der Pause dann machen. Fragen? Bitte notieren. Es gibt da vorne noch Bleistifte und Papier. Die Dame mit dem weißen Oberteil, genau, im Türbereich, die hat also Papier und Bleistifte, wer sich was zum Mitschreiben nehmen möchte, bitte gerne. Ansonsten wird man die Sendung auch auf Radio Okitok auf Internet nachhören können. Die steht also nicht nur live zur Verfügung, sondern auch aus der Konserve sozusagen. Genug der Vorrede. Herzliches Grüß Gott an alle, danke für Ihr Verständnis fürs Ausschalten der Smartphones und wir machen gleich einen kurzen Überblick, die Themen unseres heutigen Vortrages. Es geht selbstverständlich über 5G, die neue Mobilfunktechnik, die ja viele verunsichert, vor allem deswegen verunsichert, weil man fast nichts Richtiges darüber hört in Österreich. Wir dürfen uns am Anfang kurz vorstellen, wer oder was ist die Selbsthilfegruppe Elektrosmog. Ich bin der erste Sprecher, mein Name ist Peter Müller. Manche kennen mich schon. Der zweite Punkt dann, was ist 5G laut Politik und Industrie? Also was sagen uns die über 5G und wozu brauchen wir das?
Und der dritte Punkt wird wahrscheinlich noch mehr Leute interessieren. Was wird uns über 5G verschwiegen? Was sagen Sie uns nicht? Oder was sagen Sie mit beschönigenden Aussagen? Punkt 4, warum sind es vielleicht Probleme, die Punkte 2 und 3, welche Auswirkungen haben denn überhaupt Mobilfunksendeanlagen? So, und wenn wir bei den Auswirkungen waren, ist die Frage ja, welche Schutzbestimmungen gibt es denn und wovor schützen denn diese Schutzbestimmungen, die wir in Österreich haben? Worauf basieren die aktuellen Grenzwerte, die in Österreich teilweise Anwendung finden? Und was gibt's und warum für internationale Appelle gegen 5G oder gegen diese überschnelle Ausrollung, den Outroll oder Rollout von 5G? Und letztlich der Appell an Sie, helfen Sie mit, damit die Wahrheit über 5G und Funkstrahlung bekannt wird. Ich komme gleich zügig zum Punkt 1. Die Gründung der Selbsthilfegruppe war 2003. Wir haben heute die Ehre, dass unsere Gruppengründerin, die Frau Erika Gabriel, auch nachher kurz zu Ihnen sprechen wird. Sie ist unter uns. Eine Website gibt es direkt beim Land Salzburg, salzburg.gv.at/selbsthilfegruppe-elektrosmog. Wenn Sie das eingeben, kommen Sie direkt auf eine Unterwebsite vom Land Salzburg. Und damit zu unserer Gruppe. Wir arbeiten ehrenamtlich und ohne finanzielle Verflechtungen. Das ist wichtig, denn viele Politiker sitzen irgendwo im Aufsichtsrat von einer Telekom-Unternehmen, sage ich einmal, ohne Namen zu nennen. Wir sitzen nirgendwo im Aufsichtsrat. Wir haben auch sonst keine finanziellen Verflechtungen, außer dass wir verschiedentlich Material hier von Verbraucherschutzorganisationen käuflich erwerben und Ihnen gegen Spende wieder weitergeben, wenn Sie Interesse haben. Unsere Gründerin, Frau Erika Gabriel, habe ich schon erwähnt, die wird dann selber zu Ihnen sprechen. Ich persönlich bin der Sprecher und dann haben wir noch die Sprecherstellvertreterin, unsere Frau Daniela Pichler ist heute auch unter uns. Ich darf sagen zur Selbsthilfegruppe, nachdem sie ja seit 2003 besteht, wir haben also über 15 Jahre Erfahrung mit Menschen, vor allem mit Menschen, die an einer Art allergieartigen Unverträglichkeit, ja, einer Art Allergie gegenüber Elektrosmog leiden oder unter anderen Beschwerden, die durch Elektrosmog hervorgerufen werden können. Dazu kommen wir nachher noch genauer. Was ist 5G? 5G ist zunächst einmal technisch ausgedrückt ein schneller Datenfunk, ja, mit bis zu 10 Gigabyte pro Sekunde. Das ist also mehr als das Zehnfache von derzeitigen Verbindungen LTE und was wir sonst kennen. Zur Übertragung enormer Datenmengen in Echtzeit heißt es, das heißt mit extrem hoher Geschwindigkeit. Dann haben wir, was viele nicht wissen, einen ultraschnellen Rückkanal vorgesehen. Also es werden nicht nur Daten heruntergestreamt auf Ihr Smartphone, auf Ihr Netbook, auf Ihren Flachbildfernseher, sondern es gibt auch einen Rückkanal, der unbemerkt Daten aus Sensoren, aus Ihrer Wohnung, von der Kamera, von Ihrem Smartphone zurücksendet, ultraschnell. Wofür macht man das? Für das Geschäftsmodell Internet der Dinge, IoT, Internet of Things. Um ganz, ganz viele Dinge zu verkaufen, die wir jetzt nicht wirklich brauchen, aber die Industrie gern verkaufen würde, um die Wirtschaft anzukurbeln. Wofür wird 5G noch beworben? Um Geräte und Maschinen, also Roboter, miteinander sprechen zu lassen. Ja, also nicht mehr die Menschen sollen miteinander reden, sondern die Maschinen und auch fernzusteuern. Da kommen wir später noch genauer drauf. Jetzt kommen wir zu den Dingen, die uns gesagt werden von Politikern oder Betreibern. Man liest jetzt oft in verschiedenen Gemeinden, auch in Salzburg, ja, sie bekommen jetzt schnelles Breitbandinternet. Manche freuen sich, ja, dass jetzt schnelles Breitbandinternet kommt. Manche werben sogar, ja, sie bekommen jetzt Glasfaser, schnelles Internet. Hört sich auch gut an. Manche, ja, ist so nicht mehr ganz an der Wahrheit, was 5G betrifft, sie bekommen Glasfaserkabel. Das ist nur die halbe Wahrheit, weil 5G benötigt natürlich Glasfaserkabel, damit es eine schnelle Anbindung hat, weil sonst müssten wir die Daten über einen Richtfunkbeam weiter verschicken, zum Geisberg rauf oder auf irgendeine andere Kopfstation. Das heißt, das ist eigentlich so eine Halbwahrheit, Sie bekommen Glasfaserkabel. Eigentlich geht es um den 5G-Sender direkt vor der Haustür.
Und dann wird noch gesagt, ja, wir brauchen es für autonomes Autofahren und für autonomes Fliegen, ja, so mit Robotertaxis in Wien oder sowas. Ja, es lachen Menschen, aber wir kommen dann noch drauf. Es gibt Firmen, die planen ab 2020, ab nächsten Jahr, dass reichere Leute mit dem Robotertaxi durch Wien fliegen können, damit sie nicht im Stau stehen müssen. So, was wird uns über 5G verschwiegen? Zuerst einmal, dass hier bereits im letzten Jahr, nachdem LTE schon wunderbar gelaufen ist, über diese alten Elemente hier, im letzten Jahr enorme Bautätigkeiten waren. Plötzlich über Nacht oder irgendwann, wo man nicht rechnet, kommt plötzlich so ein Kranauto, fährt eine Tribüne hoch mit dem Techniker und dann sind plötzlich obendrauf so neue Elemente, so 1,50 Meter, 2 Meter hoch, noch meistens oben drüber über den alten, wo eh schon GSM, UMTS und LTE funktioniert hat, sind plötzlich neue Elemente dazugekommen im letzten Jahr. Wofür sind diese neuen Elemente? Das ist hier in der Grafik sehr schön verdeutlicht, die steht auch im Internet, kann man angucken. Und zwar kann man diese Richtwirkung dieser Elemente verändern. Früher war es so bei den alten Elementen, die haben einen Drittelsektor bestrahlt. Deswegen waren das meistens 3 Teile rundherum. Wenn wir nochmal zurückgehen, das sind meistens 3 solche Sektorantennen, die dann jeweils 1/3 von dem Vollkreis bestrahlt haben. Und jetzt diese Dinger sind auch wieder 3, aber die können ihren Beam verändern. Das ist eine wesentliche Charakteristik von 5G. So, was wird uns noch verschwiegen? 5G läuft schon in der Form von Pre-5G im Probebetrieb. Können es nachlesen im Der Standard. Ja? A1 spannt Pre-5G-Netz am Flughafen Wien aus. Das war letzten November oder Dezember. Das ist schon im Probebetrieb. Gelegentlich hört man dann was mit Problemen irgendwie mit Insekten oder mit Vögeln oder so. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht aus erster Hand bestätigt bekommen, aber es könnte was dran sein. Was wird uns noch verschwiegen? Tausende von Sensoren und Messgeräten in der Wohnung können intime Daten, ihre intimen Daten, zum Beispiel von der Kamera im Schlafzimmer oder von der Überwachungskamera im Wohnzimmer, in Echtzeit ins 5G-Netz senden. Sie merken davon nichts. Ja? Ich merke auch nicht mit meinem Messgerät, welche Daten schwirren denn da herum. Ja? Ich merke nur, es spurt ordentlich da herin und es fliegen viele Daten durch die Luft, aber ich sehe nicht, ist es jetzt von der Überwachungskamera, ist es vom Mikrofon in meinem Smartphone, ist es vom Mikrofon im Laptop, keine Ahnung. Sie kriegen nichts davon mit, tausende von Sensoren in Zukunft in Kühlschränken, am Mistkübel, überall senden in Echtzeit Daten oder typisches Beispiel Staubsaugroboter. Ja, die haben ja verschiedene Sensoren, dass sie nicht anfahren, dass sie sich den Wohnungsgrundriss merken und so weiter. Staubsaugroboter, Wischroboter, diese ganzen Hilfen, die schicken dann, spionieren die Wohnung aus und schicken das ins Netz. Machen die heute auch schon. Übers WLAN, Smart WLAN-Netz zu Hause. Also Daten aus Kameras, Sensoren und allen Smart-Geräten lassen jederzeit eine genaue Ortung und eine Totalüberwachung jedes einzelnen Bürgers zu, sogar innerhalb seiner eigentlich gesetzlich geschützten Wohnung, sogar im Auto, im Kaufladen, wenn sie einkaufen gehen, im Wald, überall. Und damit sie im Wald, wenn sie vielleicht wirklich ein Funkloch hätten, da auch noch guten 5G-Empfang haben, sollen über 27.000 Satelliten raufgeschossen werden. Ich frage mich halt, was hat das mit Umweltschutz und Klimaerwärmung und sowas zu tun, wenn die 27.000 5G-Satelliten raufschießen wollen. Also ich glaube nicht, dass das recht zuträglich ist unserem Klima. Wenn Sie das alles nicht glauben, schauen Sie beim uliweiner.de auf dieser Website. Ich sage hier noch ein paar Worte zum Uli Weiner. 5G in China, wenn der Staat alles sieht. Das geht so weit, dass die Leute ein soziales Punktesystem bekommen, sozusagen ein Sozialkreditsystem. Wenn der sich gut verhält, immer mit der Partei redet und brav seine Rechnungen zahlt und alles, dann kriegt der viele Punkte. Wenn der ein kritischer Journalist ist und vielleicht was gegen die Partei schreibt, geht es gleich runter. Und bei ganz kritischen, unbeliebten Leuten, da wird einfach das Konto gesperrt. Der kann nicht mehr Bus fahren, der kriegt keine Fliegerkarte mehr. Und vielleicht kann er nicht mal mehr zum Tanken, weil das Bargeld abgeschafft ist in manchen Städten. So sieht es in China schon aus. Wir kriegen Ausrüstung aus China für 5G.
ich will hier keine Namen nennen, wir sind live auf Sendung, wird in Deutschland und anderen Ländern heiß diskutiert. Manche Länder haben den chinesischen Anbieter ausgeschlossen, wegen Überwachung und Spionageverdacht. Wo kann man noch was nachlesen? Wir hacken Deutschland, da gab es einen sehr spannenden TV-Beitrag. Ich habe mir den angeschaut, als man den noch nachsehen konnte. Da wurde gezeigt, wie ein Hacker das Smart Home aufmacht. Der fährt einfach mit seinem Netbook durch die Straßen, guckt mal, wo ist da ein Smart Home, wo er leicht reinkommt, schaut die Überwachungskameras an. In dem Smart Home ist keiner zu Hause, wunderbar. Macht er die Tür auf, schaltet die Überwachungskamera, die Alarmanlage aus, räumt alles aus, macht die Tür wieder zu, geht wieder. Das kam in dem Film, den haben sie inzwischen verboten und vom Netz genommen. Lief im offiziellen deutschen Fernsehen, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Was sehen wir noch? Ganz offiziell, ganz frisch, 17.02.2019, deutliche Zunahme von Cyberattacken auf Stromnetze. Hackerangriffe, lebenswichtige Infrastruktur, Stromversorger. Im GMX-Magazine. Internetlink steht drauf. Wenn Sie sich nachher irgendwann mal eintragen, bekommen Sie solche Sachen auch zugeschickt als Newsletter. Datenklau und Spionage über Smart-Home-Netzwerke, das ist heute schon gang und gäbe, da braucht man das 5G gar nicht, wenn die Lampe zum Trojaner wird. Ja, es gibt heute schon so LED-Lampen, die können Sie übers WLAN, über Smartphone ein- und ausschalten oder dimmen, also Sachen. Man kann aber da auch eine andere Schadsoftware draufspielen, dass die zum Beispiel ihre Filme oder ihre Videosachen vom Urlaub ins Netz schickt, ja, ihren Rechner ausliest über ihr eigenes Smart-Home-Netzwerk. Das kriegen Sie nicht mit, weil Sie sehen ja nicht, was für Daten. Wenn Sie kein Messgerät haben, sehen Sie nicht mal, dass überhaupt was gesendet wird. Weil vielleicht von den Wohnungen ringsherum auch noch 10 WLANs da sind. So, wie viele neue Sendeanlagen werden denn benötigt? Man hört ja Verschiedenes, man liest Verschiedenes. Gestern war sogar ein Dementi in einer Zeitung, ja, das ist alles, manche Leute sagen, es werden ganz viele Antennen benötigt, aber das stimmt ja alles gar nicht, wir benutzen die vorhandenen Standorte. Ja, natürlich hört man diese Dementis, aber wenn Sie mal eben der Standard lesen, 5G bringt Antenne auf jedem zweiten Gebäude. Und das wird von der RTR, Telekom-Behörde, offiziell verlautbart. Also das wird im Endausbau sein, Antenne bei oder auf jedem zweiten Gebäude, vielleicht sogar innen drin. Und so sieht das aus, das ist eine offizielle Grafik nach Ericsson, sage ich dazu, mündlich. Ja. Man kann das in einem Schweizer Verbraucherschutzkanal anschauen, die Grafik nach Ericsson. Wir haben die selber gemacht, Grafik Müller-Peter. Starker 5G-Funk alle 100 Meter beziehungsweise nach Telekom-Behörde auf jedem zweiten Gebäude. Und so sieht es aus, damit nämlich diese Funkstrahlung möglichst kurze Wege hat und möglichst kurz zielgerichtet da jede Wohnung, jeden einzelnen Menschen anbeamen kann beziehungsweise auch orten kann. Das ist halt der Nachteil, der uns verschwiegen wird. Und wenn das nicht reicht, natürlich sagen die, ja, wir bauen jetzt nicht große Masten. Ja, es werden nicht 10.000 zusätzliche Masten gebaut. Ja, das ist richtig, weil die Dinger sind heute so klein, die können sie wie ein WLAN-Router in die Straßenlaterne einbauen. Ja, da gibt es Straßenlaternen, die schießen mit 250 Beams ringsherum im Vollkreis, damit alles optimal ausgeleuchtet wird. Auch an der Bushaltestelle zum Beispiel, die Mutter mit ihrem Baby, ja, die schwangere Mutter mit dem Embryo im Bauch und mit dem Kinderwagen, wird schön voll ausgeleuchtet neben vom Installationskasten. Es gibt in Berlin eine Firma, die baut diese Dinger seit letztem Jahr, nachdem sie 3,5 Jahre experimentiert haben, welches Plastik lässt denn diese 5G-Strahlen optimal durch. Jetzt haben sie es geschafft, die bauen jetzt seit kurzem diese Dinger in Serie. So. Grüß Gott, bitte herein, es gibt noch Stehplätze oder Anlehnplätze im hinteren Bereich, wenn man sich gegenseitig nicht stört mit der Sicht auch da, aber bitte schön Ihre Smartphones in den Flugmodus versetzen oder wenn möglich ganz ausschalten, weil wir Referenten gehören zu der Sorte, die eine Allergie gegen diese Art Funkstrahlung haben. Deswegen machen wir nämlich auch heute diese Veranstaltung. So, da habe ich noch ein schönes Zitat. Und zwar aus den Salzburger Nachrichten, das ist jetzt noch gar nicht so alt. Ich darf zitieren, die nächste Mobilfunkgeneration 5G erfordert ein besonders dichtes Netz, also an Sendeanlagen ist gemeint. Wie die Presse berichtet, schmiedet Marktführer A1 eine Allianz mit ASFINAG, ÖBB
und der Bundesimmobiliengesellschaft, BIG, um besser an Standorte zu kommen. Also wenn Sie was lesen, ja, wir brauchen keine zusätzlichen Sender und die bisherigen werden aufgerüstet, das passt schon, dann lesen Sie einfach das mal in die Salzburger Nachrichten. Warum wollen die jetzt da eine Allianz schmieden und mit denen verhandeln, um besser an neue Standorte zu kommen? Weil wir im Endeffekt doch alle 100 Meter einen Sender brauchen. Vielleicht keinen Mast, aber einen Sender. So, was gibt es für Probleme bei der Geschichte? Zunächst einmal, wie wir es am Leib spüren und an unserer Befindlichkeit, Gefahr für Leib und Leben. So ist das benannt in einem der Appelle, im 5G Space Appeal, der nämlich auch gegen die 27.000 Satelliten gerichtet ist und gegen die Zehntausende neuen Sendeanlagen, die wir hier in Österreich benötigen für 5G. Das Ganze braucht natürlich einen gigantischen Energiemengen, hat einen gigantischen Ressourcenverbrauch für die ganzen Dinge, die zur Herstellung benötigt werden. Ja, wenn ich allein denke, für ein Smartphone, für diese schönen leuchtenden Displays, was da die Kinder in Afrika schuften müssen unter chinesischer Aufsicht, dass diese eher seltenen Erden da herausgebuddelt werden, grausam. Ja. Ich gehe aber da nicht weiter drauf ein, nur am Rande. Also gigantischer Energie-, Strom- und Ressourcenverbrauch. Für Sie als Endverbraucher bedeutet das keine Privatsphäre mehr. Ja, sobald Sie ein Smartphone haben, ein Netbook haben, irgendwas, was ein Mikrofon oder eine Kamera drin hat, Sie haben den Rückkanal. Das Ding kann aufwärts senden. Und ich habe selber Beispiele erlebt. Wir sind spazieren gegangen, ich weiß nicht mehr, irgendwo, da gab es Tiere zum Anschauen und es ist ein relativ funkarmes Gebiet und ich habe zum ja, aus Interesse, einmal mein Gerät eingeschaltet. Das zeigt mir die Funkstrahlung an wie eine Ampel. Grün ist relativ gut, gelb heißt, naja, das geht mal eine Zeit lang und rot heißt, pack deine Sachen und verschwinde. Ja? Weil sonst geht es mir dreckig hinterher. Und ich habe mich gewundert, in diesem relativ funkarmen Gebiet, das war auf rot. Was ist da los? Hast du vielleicht ein Handy dabei? Ja, aber das ist ausgeschaltet. Ja, aber bei deiner Tasche ist am meisten rot. Wenn ich weiter weggehe, wird es gelb, da wird es weniger. Ja, das kann doch nicht sein, das ist ausgeschaltet. Ja, gibt es vielleicht noch einen richtigen Ausschalter? Dann hat sie den richtigen Ausschalter ausgeschaltet. Ja, dann ging das Ding auf grün runter. Das heißt, sie war der Meinung, ihr Smartphone ist ausgeschaltet, das hat aber volle Kanne gesendet. Ich frage mich, was sendet denn das? Mikrofondaten, Kameradaten und das haben sie mit 5G noch viel mehr. Also Datenspionage, Freizügigkeit der Daten wollen wir jetzt in Deutschland irgendwo im Grundgesetz verankern als fünfte Dimension der Freizügigkeit. Ja, also ihre Daten sollen freizügig herumwandern auf der ganzen Welt, nach China, Amerika, NSA und so weiter. Es gab einen schönen Artikel, die Hacker kommen durch den Kühlschrank in der Wirtschaftswoche oder Smart Home, Smart Hack. Haben wir jetzt alles angesprochen. Die nächste Frage ist, welche Rechtsgrundlagen wurden denn extra dafür geschaffen, dass wir jetzt an möglichst vielen Orten solche 5G-Sender anbringen können? Und lassen Sie uns mal einen Blick zurückwerfen, was war denn vorher? Vorher gab es zum Beispiel die Salzburger. Kommen noch Menschen herein, ich dürfte noch herein bitten, es gibt noch Stehplätze bei uns, weil die Sitzplätze sind schon alle restlos voll. Bitte die Smartphones, wann es geht, auszuschalten und sich einen Platz zu suchen. Bitte, herzlich willkommen. Wir waren ja bisher relativ weit vorn, was den Schutz der Gesundheit betrifft. Es gab die Salzburger Resolution, die Salzburger Vorsorgewerte schon vor 2002, also schon lange Zeit. Dann gab es den Leitfaden Senderbau, den gibt es immer noch, ja, 2004. Und die Europa-EM-EMF-Leitlinie 2016, sehr, sehr neu. Es gibt Einzelstücke hier, die kosten uns ein Stück, ja zur Ansicht, die kosten uns 6 Euro. Also wer dieses Einzelstück für Mediziner und sehr Fachkundige haben möchte, wir würden uns freuen über eine Spende von 6 Euro oder ein bisschen mehr für die Unkosten, die wir sonst haben, weil wir leben nur von Spenden und unseren eigenen Mitteln. Aber nachdem die meisten von uns erwerbsunfähig sind, sind die eigenen Mittel leider nicht sehr groß. Die Europa-EMF-Leitlinie und die anderen Dinge von Medizinern und Wissenschaftlern aus Österreich erarbeitet und gedacht für eine gesundheitsverträgliche Internet- und Mobilfunkpolitik. Das geht, das gibt's.
kann ich Ihnen bestätigen, als Elektroniker und Techniker. Ich habe vor über 30 Jahren mein erstes Smart Home gehabt. Alles mit Kabel. Sensor fürs Wetter, Sensor für die Tür, Sensor für die Klingel. Alles. Perfekt. Habe meinen ersten Computer selber gebaut, mein erstes Smart Home. Ich wusste noch nicht, dass das 30 Jahre später alles über Funk gibt und kommerziell vermarktet wird. Ich dachte mir damals, wofür brauche ich denn einen Regenmelder und einen Fensterschließer? Ja. Da hat mir halt Spaß gemacht damals. Heute wird das Zeug offiziell verkauft und alles über Funk anstatt über Kabel. Gut, was haben wir noch bisher gehabt? Wir haben bisher ein Telekommunikationsgesetz gehabt. Das war sehr gut, aus dem Jahr 2003. Wir haben den Leitfaden Senderbau gehabt, herausgegeben von Ärztinnen und Ärzte für eine gesunde Umwelt, e.V. Vorsorgeprinzip bei Errichtung, Prinzip Um- und Ausbau von ortsfesten Senderanlagen. Erschienen Wien 2014. Ich gehe auf den ein bisschen näher ein. Warum? Weil Sie sehen, er ist in einem großen Konsens, in einer sehr umfassenden Zusammenarbeit entwickelt worden mit der Wiener Arbeiterkammer, der Allgemeinen Unfallversicherung, AUVA, mit der Wirtschaftskammer, der Bundesinnung für Elektro- und andere Techniker, der Wiener Umweltanschaft, österreichische Ärztekammer, mit Wissenschaftlern von der Medizinischen Uni Wien, im Institut für Umwelthygiene, im Institut für Krebsforschung. Also ein sehr, sehr großes Konsenspapier, wo sich sehr viele Fachleute zusammengesetzt haben und Gedanken gemacht, wie können wir denn jetzt diesen Senderbau unter Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips und der Gesundheit am besten gestalten. Ja, und es ist auch formuliert, die Empfehlungen basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen vergangener Jahre. Der Leitfaden bietet konkrete Empfehlungen bei der Errichtung von Mobilfunkbasisstationen, und zwar für die Baubehörden, Anrainer und Betreibergesellschaften, mit dem Ziel, und das ist jetzt ganz wichtig, darum haben wir es fett, mit dem Ziel, gesundheitliche und wirtschaftliche Folgen zu berücksichtigen. Ganz anders als 5G. Da werden beide nicht hinreichend berücksichtigt. Sie können das online herunterladen. Den Link können Sie bekommen. Und dann kommt der große Hammer. Das alles war vor dem 24.10.2018. Dann kam die TKG-Novelle 2018. Minister Norbert Hofer. Sie können seinen Live-Auftritt hier anschauen bei einem Video von seiner Partei, glaube ich. Geben Sie es einfach ein in Google oder beim YouTube direkt, dann können Sie das live anschauen. Für alle, die das nicht machen wollen oder jetzt den Link nicht fotografieren oder sonst was, ich zitiere daraus, was er gesagt hat, unserem Minister Norbert Hofer, am 24.10.2018 anlässlich der Abstimmung bzw. des Beschlusses über diese Telekommunikationsgesetz-Novelle. Wofür braucht man denn 5G? Damit ein Chirurg, ein spezieller Chirurg, eine Operation durchführen kann, und zwar an einem Ort, der viele, viele hundert, ja vielleicht tausende Kilometer weit entfernt ist. Okay, mag sein. Ich frage mich, wäre es nicht vielleicht sinnvoll, dass wir hier überhaupt Ärzte haben, die sich vor Ort um uns kümmern, als für einen speziellen Chirurgen, der 1000 Kilometer weiter mit Robotern eine Operation machen will, das 5G-Netz übers ganze Land aufzuspannen. Oder wofür brauchen wir es noch? Was sagt uns der Herr Minister Hofer? Die Firma XY, ich habe die jetzt nicht genannt im Zitat, er nennt eine Firma mit Namen, die bietet heute Systeme an, wo sie hier in Wien einen Tower in Dubai ersetzen können, einen Flughafentower. Wer kommt denn auf so eine Idee, da dafür auf jedes zweite Haus eine 5G-Antenne zu machen? Wofür brauchen wir es noch angeblich? Für autonomes Fahren, für autonomes Fliegen. Sie können das alles anschauen. Wenn Sie es nicht glauben, schauen Sie es an. Das sind Live-Zitate. Ich habe das einfach abgeschrieben, was er sagt. Und dann stellt er die Frage, ja, wie können wir es jetzt schaffen, dass wir den Unternehmen, dass es den Unternehmen leichter gemacht wird, die ganzen Antennen anzubringen? Also von Gesundheit keine Rede oder von Schutz der Bevölkerung. Nein, die TKG-Novelle ist dafür da, dass wir es den Unternehmen leichter machen können, die ganzen Antennen anzubringen. Und dafür haben wir festgelegt, sagt er, wir haben festgelegt, dass die öffentliche Hand ihr Eigentum zur Verfügung stellen muss. In der Betonung etwa spricht das. ÖBB, ASFINAG, Bundesforste, jedes Gemeindeamt, Ländereigentum, überall dort muss es ermöglicht werden, diese Antennen zu installieren. Kein Wort von Gesundheit,
Kein Wort von Vorsorge. Was haben wir denn dann für Probleme, wenn jetzt in Wildwestmanier vor allergiekranken Menschen, die eine Allergie gegen diese Funkstrahlung haben, diese Antennen wild hingebaut werden, ohne Konsens mit den Bürgern, ohne Absprache mit Umweltmedizinern. Es gibt keinen funkarmen Ort mehr im ganzen Haus. Wenn er bisher vielleicht im Keller noch schlafen konnte, der kann dann auch jetzt im Keller nicht mehr schlafen. Wo soll er denn hin? Überall ist 5G-Funk. Wir werden also eine noch weitere Zunahme von Schlafstörungen haben. Wir werden eine noch weitere Zunahme von Schmerzstörungen haben. Vom Rechtlichen her werden wir auf jeden Fall eine massive Verletzung der Unverletzlichkeit der Wohnung nach dem Grundgesetz ja, haben und Spionage im intimsten Bereich durch den Rückkanal von den ganzen Sensoren, von ihren Smartphones, von ihren Netbooks, von dem Sensor am Mistkübel, von der Kamera im Kühlschrank. Es kann ja sein, sie kriegen irgendwann keinen Kühlschrank mehr ohne Kamera. Die ersten gibt es schon mit Kamera, die werben mit Partnervermittlung. Wer einen gleichen Inhalt im Kühlschrank hat, ist vielleicht als Partner gut geeignet. Also Marketing-Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Aber letztlich kann sowas dazu führen, dass man aus der eigenen Wohnung vertrieben wird und in irgendeinem alten Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg vielleicht noch eine Zuflucht findet, weil sie da noch keinen Mast drauf installiert haben. So, jetzt gehen wir mal, für die Männer wird es jetzt interessant, ja, was verbirgt sich denn hinter diesen schönen Umschreibungen autonomes Fahren und autonomes Fliegen? In Wahrheit. Was denken Sie? Autonomes Fahren? Reinsetzen, wie es im ÖAMTC oder irgendwo in den Ding ist und Zeitung lesen oder cool, ja? Was heißt das in Wahrheit? Ferngesteuerte Roboterautos sind das, nichts anderes. Wofür sonst diese gigantischen Datenmengen, mit denen Sie rechnen beim autonomen Fahren? Sämtliche Daten aller Sensoren, vom Radar, vom LIDAR, von den Kameras, wird alles zum 5G-Sendemast aufgebeamt und von dort kriegt das Roboterauto seine Steuerbefehle wieder runter, wie beim Spielzeugauto vom Junior. Der steuert es da aus der Ferne. Wollen Sie sich in ein ferngesteuertes Roboterauto reinsetzen? Wenn Sie denken an die 787 von der Boeing, die zweimal abgestürzt sind, weil die Software den Piloten nicht hat richtig steuern lassen, wo er es hochziehen wollte. Und die Software sagt, nein, Obi, nicht hochziehen. Ja, dann waren sie unten, die zwei 787er. Oder wie sie heißen. Sie glauben das nicht? Können Sie nachlesen. Zitat aus dem Standard, dass sich Industriemaschinen und sogar Autos aus der Ferne fernsteuern ließen. Dafür wollen sie 5G. Autonomes Fliegen. Was ist es in Wahrheit? Ferngesteuerte Roboter fliegen oder Drohnen, wo sich vielleicht noch ein Mensch, ein Passagier reinsetzen soll. Gigantische Datenmengen von sämtlichen Sensoren, die da drin sind, werden raufgeschickt zum 5G-Sender oder runter oder zum Satelliten, keine Ahnung. Und das Ding wird dann vom 5G-Sender wieder gesteuert. Ja, die Leitwerke, Seitenleitwerk, Höhenleitwerk, Gashebel. Also ich würde mich in so ein Ding nicht reinsetzen. Das gibt's. Steht auch im der Standard. Einmal mit dem Flugtaxi in die Stadt. Das ist ein Artikel über eine Firma, die will das ab nächsten Jahr einführen. So, was wird uns denn unterschwellig suggeriert? Das sind jetzt nicht direkt Lügen, aber ja, es geht so ein bisschen in die Richtung. Ja. Unterschwellig wird uns suggeriert, das alles ginge ausschließlich mit Funk. Und dafür brauchen wir 5G-Funk, und zwar einen kräftigen, der noch viel stärker ist als der, den wir jetzt haben. Nur ein Vergleich, der Funk, den wir jetzt haben, wenn ich den, was wir im Schnitt hier haben in der Stadt Salzburg, vergleiche mit dem, was man vielleicht auf der Westautobahn fährt, 120, 130, wenn es nicht gerade ein neues Testgebiet ist, und das mit den jetzigen Grenzwerten vergleiche, dann würde auf der Westautobahn ein Tempolimit von 10.000 Stundenkilometer gelten. Also so viel haben wir jetzt ungefähr die jetzigen Grenzwerte im Schnitt ausgelastet. Wenn Sie Tempo 120, 130 fahren auf der Westautobahn und die Geschwindigkeitsbegrenzung liegt bei 10.000 km/h. Und diese 10.000 km/h wollen Sie für 5G auf 100.000 km/h erhöhen. Ja, warum wollen Sie die erhöhen, wenn eh noch so viel Luft ist? Also mir als Techniker kommt die Idee,
die brauchen mehr als 10.000 km/h, wenn sie die Grenzwerte offiziell auf 100.000 erhöhen wollen. So, brauchen wir denn das 5G wirklich, damit ein Chirurg irgendwo mit einem Roboter in einem anderen Krankenhaus ferngesteuert eine Operation machen kann? Nein, die Wahrheit ist, 5G ist unnötig dafür. Es braucht ein normales Kabel, ein Glasfaserkabel von einem Krankenhaus zum anderen Krankenhaus, aber bitte keinen 5G-Funk auf jedem zweiten Haus. Was wird noch unterschwellig suggeriert? Alles geht nur über 5G-Funkstrahlung. Unterschwellig wird das suggeriert, ja, und nicht über Kabel. Kabel hätten wir ja. Aber nein, die wollen ja einen Funk verkaufen. Zum Beispiel, um hier in Wien einen Tower in Dubai ersetzen zu können. Als ob die nicht Geld hätten, dass sie in Dubai am Flughafen selber einen Tower hinbauen. Aber dafür brauche ich auch keinen 5G-Funk auf jedem zweiten Haus. Dafür brauche ich schlicht und einfach ein Kabel von einem Flughafen zum anderen. Ohne Gesundheitsbeschädigung. Welche Auswirkungen haben wir denn überhaupt durch Mobilfunkanlagen? Ja, diese Dinger, die in Salzburg immer auf den Häusern oben drauf stehen oder manchmal als freistehende Masten. Was haben wir denn da für Probleme? Schauen wir mal einfach die Statistik an, und zwar nicht eine von irgendwelchen kleinen Gruppen wie unsere Selbsthilfegruppe, sondern offizielle Statistik der Deutschen Krankenkasse DAK. Die haben nämlich Erhebungen gemacht im Jahr 2009 und im Jahr 2016. Und in den Erhebungen sehen Sie einmal diesen orange-roten Sektor. Damals, 2009, haben öfter als dreimal die Woche, also 4, 5, 6, 7 Mal, ja, über die halbe Woche gleich, 19,4% schlecht geschlafen. Wenn man ins Jahr 2016 schaut, wer mehr als die halbe Woche schlecht schläft, dann waren das schon 30,9%. Das heißt, wir haben hier eine Zunahme von über 50%. Von 2009 auf 2016. In 7 Jahren haben die schweren Schlafstörungen über die Hälfte der Woche um über 50% zugenommen. Die Leute, die es noch nicht so schwer erwischt hat, die nur 2 bis 3 Mal je Woche schlecht geschlafen haben, das waren hier im Jahr 2009 19,3%. Im Jahr 2016 waren es aber schon 24,4%. Auch das ist noch eine stattliche Zunahme über 30%. Sie können das nachlesen auch, die Website steht unten, Sie können das alles auch bekommen. Ich habe aktuell gecheckt, die Website gibt es noch. Zugriff war gestern oder vorgestern. Was haben wir noch? Kopfschmerzen. Und jetzt nicht gewöhnliche Kopfschmerzen, wo man mal geschwind ohne Doktor in die Apotheke nimmt und kauft sich da so ein Röllchen und schluckt es. Nein, starke Kopfschmerzen, wo Sie zum Arzt gehen und vom Arzt ein Migränemittel verordnet bekommen. Also wenn es richtig heftig ist. Junge Leute, die erste Smartphone-Generation. 18 bis 27 Jahre. Von 2005 bis 2015. 2005 gab es das Smartphone noch nicht. Der hat vielleicht viel mit dem Handy telefoniert, wenn er sich leisten konnte. Es gab ja schon teilweise günstige Tarife, aber es war noch nicht so die Regel, dass man jetzt immer mit dem Smartphone rumgelaufen ist. Weil es ist 2010 hat es angefangen, 2015 waren es schon ein bisschen mehr, aber 2005 definitiv gab es das Smartphone noch nicht in Österreich. So. Was haben wir hier zu sehen? Einen deutlichen Anstieg, eine Zunahme über 70% von 2005 auf 2015. Und das bei unserer guten Medizin. Woher kommt das? Unruhe, Hyperaktivität, ADHS. Gekennzeichnet durch Ritalin-Verschreibungen. Ja, das ist ein spezieller Wirkstoff eben. Ritalin-Verschreibungen haben sich mehr als verdreifacht, und zwar bei der Wiener Gebietskrankenkasse. Im Jahr 2004 bis zum Jahr 2015, 11 Jahre, Zunahme über plus 240%, mehr als verdreifacht. Haben die so gut Werbung jetzt gemacht für Ritalin? Nicht anzunehmen, dass wir da jetzt eine Verdreifachung haben durch bessere Werbung. Oder wenn die Leute dann älter sind, schlafen schlecht, haben tagsüber Schädelweh, sollen dann noch arbeiten gehen, ja, irgendwann werden die kaputt sein. Und was ist, wenn einer kaputt geht? Dann sagt der Doktor, naja, Sie haben Burnout, Sie werden überarbeitet sein, vielleicht haben Sie eine Depression. Das ist Burnout, Stressdepression. Ja. Wie schaut es denn aus 2004? Da gab es noch keine Smartphones, da war es recht wenig, 4,6. Wie schaut es aus 2011? 86,9. Also das kann ich in Prozent gar nicht mehr sagen. Ja? Das wären hunderte von Prozent Vervielfachung hier, Verzwanzigfachung ungefähr.
offizielle Statistik der Krankenkasse. So, ich habe jetzt halt kein Kerzerl mehr da. Zur Weihnachtszeit hatte ich ein Kerzerl, aber das macht nichts. Wenn Sie sich einfach so ein Weihnachtskerzerl vorstellen, wie das gemütlich brennt, und dann einmal dieses hier anschauen im Vergleich zu einem gemütlich brennenden Weihnachts- oder Adventskranzkerzerl. Welches ist denn angenehmer zum Anschauen? Okay, es geht ein Raunen oder, ja, okay, das ist klar. Das wäre die Modulation. Das, was Sie gerade gesehen haben, das entspricht einem 10 Hertz WLAN-Signal. Das haben viele von uns zu Hause. Oder es kommt durch die Wände vom Nachbarn rein oder durch den Boden oder durch die Decke. Das geht 300 Meter weit. Was sind denn noch weitere Unterschiede jetzt zwischen der natürlichen Strahlung von der Sonne oder von der Glühbirne, die wir früher noch kaufen durften? Das ist ein Temperaturstrahler, ganz ähnlich wie die Sonne, hat auch einen ähnlichen schönen analogen Verlauf von der Spektralverteilung und der künstlichen Funkstrahlung. Die Stärke natürlich ist ein Unterschied, die Frequenz und die Trägerfrequenz ist ein Unterschied, das sehen wir nachher noch, und vor allem die Modulation. Das Kerzerl auf dem Adventskranz, das wirkt eher beruhigend, heimelig, oder das Kaminfeuer und dieses digital gepulste Zeug. Naja, also. Wie sagt man? Ein Schlagerl, weil ich mal beides gleichzeitig berührt hatte, unvorsichtigerweise. Also, das hier ist nicht so heimelig, das ist einfach digital gepulst. Oh, ja, digital gepulst. So, schalten wir es wieder aus. Aber ich mache das ganz gern immer während dem Vortrag, dass Sie dieses digital gepulste sehen im Unterschied zum analogen. Das elektrische Schlagerl mache ich nicht so gern, aber es passiert mir immer wieder aus Unachtsamkeit, weil da irgendwas nicht gescheit geerdet ist. Und das ist aber ein sehr gutes Beispiel. Ich wollte es jetzt nicht bringen, weil es tut mir nicht gut. Es ist ein sehr gutes Beispiel, wovor uns unsere Grenzwerte schützen und unsere Arbeitsstättenschutzverordnung schützt, nämlich genau vom elektrischen Schlagerl, das ist mir pratzelt, vor direkten, unmittelbaren Wirkungen, vor sonst nichts. Kommen wir aber nachher noch drauf. So, was haben wir noch? Das eine bringt uns Energie, das andere verbraucht Energie. Nicht nur Strom, sondern auch unsere Körperenergie. Unsere Nervenenergie, das zehrt an unseren Nerven, dieses Geblitze und dieses Gepulste. Wenn ich mich in die Sonne lege oder Kaminfeuer anschaue, das baut uns auf. Das andere macht uns Stress, wie wir an der Statistik der Krankenkasse gesehen haben. Das eine kann ich einsetzen zum Heilen, zum Beispiel eine Infrarotlampe. Ja, wenn ich eine Entzündung habe, mache ich da mit dem Infrarotstrahler und Infrarotlampe drauf, da wird das besser gesund. Das andere macht uns krank, wie wir bei den ganzen Statistiken gesehen haben, über Schädelweh, Burnout und so weiter. Jetzt kommen wir ein bisschen zur Frequenzverteilung. Was hatten wir denn früher? Früher hatten wir diese zwei grünen Striche. Einmal ganz rechts das sichtbare Licht der Sonne, Wärmestrahlung, UV-Licht, was uns braun macht, wenn wir es nicht zu stark genießen, ja, sonst verbrennt uns die Haut. Auch das ist in zu starker Menge ungut, schädlich für uns. Und hier das natürliche Magnetfeld der Erde. Was hat denn das für eine Frequenz? Null. Richtig, das hat Null. Und dann haben wir noch ganz was in der Nähe von Null, nämlich die Schumann-Frequenz. Die ist so in der Nähe von 8,4 Hertz im Mittel. Ja. Schwankt mit dem Tagesgang, wo die Sonne gerade steht, hinten oder vorn von der Erde. Das sind die natürlichen Frequenzen. Sonnenlicht, Wärme, UV-Strahlung, natürliches Magnetfeld. Das andere wird abgeschirmt von mehreren Schichten der Atmosphäre. Die Ionosphäre spielt da eine große Rolle. Die kommt über dem Bereich, wo die Flieger üblicherweise fliegen, geht dann die Ionosphäre los. Die hält uns da dazwischen alles fern. Das hat ja einen Sinn, weil sonst wäre Leben auf dem Planeten gar nicht in der Form möglich gewesen. Und was denkt sich der unbedarfte Techniker? Na wunderbar, wenn da nichts ist, dann können wir was reinmachen. Militärische Funkanlagen für U-Boote, die sind da ganz unten, damit sie tief hunderte Meter ins Meerwasser reingehen. Leitstrahlsender, Richtfunk, AM, Radiowelle, Kurzwelle, UKW, Fernsehsender, Mikrowellenofen, dass man sich in der Küche die Nahrung warm machen kann oder die Proteine kaputt machen kann, die noch drin waren. Ja, es gehen über 120 Proteine kaputt, wenn ich das gesunde Essen in die Mikrowelle reintue. Also ich habe keine mehr. Wo ich das wusste, habe ich meine weg. Was haben wir denn für Auswirkungen? Weil bei uns, wenn wir zum Doktor gehen
und sagen Sie, Herr Doktor, ich vertrage Ihr Decktelefon nicht, das steht da hinter Ihrem Empfang. Hätten Sie für mich einen Platz im Wartezimmer, wo ich mich hinsetzen kann ohne Strahlung? Da muss ich Glück haben, wenn der nicht gleich die Rettung anruft und sagt, schicken Sie den in die CDK, der hat grobe Eigengefährdung oder was. Ja. Auf jeden Fall wird man leichter mal in die psychische oder in die esoterische Ecke gedrängt. Deswegen sage ich heute auch nichts über esoterische und feinstoffliche sonstige Dinge. Ich weiß, dass sicher einige wieder hier sind, die halten davon was. Ich sage einfach nichts dazu, ich enthalte mich dazu. Wir bleiben heute ganz sachlich bei den physikalischen, biologischen Dingen. Und was sehen wir da? Wir haben Auswirkungen auf Pflanzen. Die Frage, wenn der Baum einen Baumschaden bekommt neben dem Mobilfunksender, und wenn er nicht neben dem Mobilfunksender ist oder der Mobilfunksender war vorher noch gar nicht da und der Baum war vorher noch gesund, kann ich dem dann sagen, der soll bitte zum Psychiater gehen? Macht, glaube ich, beim Baum weniger Sinn. Deswegen haben wir auch auf die Baumschäden, die sind gut dokumentiert. Ein Artikel war sogar in der Bayerischen Staatszeitung .de, Baumschäden durch Mobilfunkstrahlung. Wie sieht das aus? Es gibt also umfangreiche Dokumentationen, kommen nachher noch kurz drauf, können sich auch runterladen selber, nur ich habe hier keine Fotos davon gemacht, weil sie in der Kürze der Zeit, bis Radio Okitok hier war, nicht sämtliche Autoren anfragen konnte um Veröffentlichungsrechte hier vor Radio und Fernsehen und Presse. Wir haben hier selber einen Baum, ganz in der Nähe im Land Salzburg, da steht hier oben auf einer Anhöhe ein Mobilfunkmast. Der ist auch aufgerüstet worden mit LTE, vorher mit UMTS. Da war der Baum noch grün. Jetzt seit LTE drauf ist, ist er auf der Seite nicht mehr so grün. Und da unten ist er noch grün. Und es hängen sogar noch Zwetschgen dran. Die haben wir letztes Jahr geerntet. Man konnte die sehr gut essen. Also wenn Sie das angucken, wie der Baum ausschaut, da brät der Sender rein und unten wachsen schöne Zwetschgen. Der hat einen Überlebenswillen, der Baum. Auch wir Betroffene haben den Überlebenswillen, sonst wären wir schon gar nicht mehr hier. Ein amtlicher Text über die Baumschäden aus dem amtlichen Protokoll, und zwar von einer Behörde vom Deutschen Bundesamt für Strahlenschutz. Das ist jetzt ein paar Jahre her, aus dem Jahr 2006. Seit 2006 weiß man das alles. Es gibt Baumschäden von Funkstrahlung. Und der Baumspezialist Dr. Volker Schorb, ist alles im Protokoll, können Sie runterladen vom Internet, Sie kriegen nachher noch eine Quelle. Senderseitig lichtet sich das Blattwerk zunächst stark aus und der Holzwuchs stagniert. Ja, das haben wir gesehen bei dem Zwetschgenbaum. Senderseitig lichtet sich stark aus. Dann ergänzt er noch, Birken seien besonders betroffen. Ich habe jetzt einige gesehen, die sind in den letzten 2 Jahren gefällt worden. Und ich habe Foto gemacht von einer, die ist schon rot markiert. Die ist senderseitig schon total kaputt und aus Unfallschutzgründen, Wegesicherungspflicht und so weiter, werden sie den bald umschneiden. Die Bäume werden durch die Hochfrequenz in ihrem Stoffwechsel gestört, sagt Herr Dr. Schorb. Dann haben wir noch ein Beispiel aus dem eigenen Garten, ein Zwetschgenbaum. Das Schöne ist, es gibt zwei völlig identische, mit derselben Erbsubstanz von derselben Mutter. Der eine schaut so aus. Also wer jetzt kein Biologe ist, sagt, na, der ist doch grün. Ja, ist richtig, der ist grün, aber die Blätter schauen jetzt nicht so ganz, die schauen irgendwie so verkrümpelt aus, ja, und ein bisschen gelblich und irgendwie nicht so richtig. Der hat Belastung 250 bis 500 Mikrowatt pro Quadratmeter. Das wäre ungefähr so, als wenn Sie 50 fahren oder 40 auf der Westautobahn. Und so sollte er eigentlich ausschauen. Das ist jetzt eine Nachtaufnahme, wieder wegen dem Datenschutz, dass das Gebäude vom Nachbarn nicht drauf ist. Und da sieht man auch das Abschirmgitter. Aus ähnlichem Material ist auch mein Hemd und ist auch im Hut eingearbeitet, damit ich den Abend hier halbwegs überlebe. Abgeschirmter Zwetschgenbaum bei ca. 7 Mikrowatt. Vorher haben wir bis 500 gehabt, hier haben wir 7. Also da sind die Blätter relativ in Ordnung und da sind sie alle so krebsartig irgendwie verkrümpelt und gelblich. Das passt nicht ganz. Selbe Erbsubstanz, selber Standort, selbe Erde. Da gibt es den Leitfaden, wie ich Ihnen versprochen habe, können Sie selber runterladen. Da gibt es solche Bäume senderseitig, das hier ist der Sender, da stirbt der Baum ab. Können Sie selber runterladen, selber beobachten. Bei Diagnose Funk ist eine Verbraucherschutzorganisation. Baumschäden, Mobilfunkantennen, Beobachtungsleitfaden. Kleinere Pflanzen können Sie selber züchten auf der Fensterbank, Kresse.
zeigt neben WLAN-Router deutliche Wachstumsverzögerung. Hier haben wir drei Bilder. Im linken sehen wir beim WLAN-Router. Das zweite, das war beim Netzteil gestanden von diesem Router. Also das Netzteil ist immer dieses schwarze Kästchen, wo das Stromkabel reingeht und dann ein dünnes Kabel raus zu dem Gerät hin. Und am fünften, das war ohne WLAN und ohne Netzteil, also abgeschirmt. Selbe Bedingungen, gleichmäßig bewässert, gleichmäßig belichtet, gleiche Temperatur, alles passt. Der da hat ein bisschen länger gebraucht mit Keimen und der da ist erst gerade mal dran, also eine deutliche Wachstumsverzögerung mit WLAN-Befeldung. Was haben wir für Auswirkungen auf Tiere? Nur ein paar Beispiele. Kleine handliche Tiere, Mehlwürmer. Warum nehme ich das Beispiel? Die Caroline Schick, die hat nämlich 2011 den Regionalbewerb von Jugend forscht in Duisburg in Deutschland gewonnen zum Thema der Einfluss von WLAN-Funkstrahlung auf die Entwicklung von Mehlwürmern. Und das war insoweit interessant, als die Würmer ja erst Würmer sind und nachher Mehlkäfer werden. Das heißt, jetzt mal unfachmännisch ausgedrückt, dieser Wurm, oder ja, das wird bei der Verpuppung eine vollkommene Matsche, ja, das kann man gar nicht erkennen, was das ist. Und aus dieser Matsche bildet sich dann der Käfer mit Flügeln, mit Beinen, mit allem dran, was der fertige Käfer hat. Das heißt, das wird vollkommen auseinandergebaut und wieder zusammengebaut. Metamorphose nennt das der Biologe. Was war dann das Ergebnis von dieser Untersuchung? Unter WLAN-Bestrahlung schlüpfen erst einmal weniger Käfer und mehr von diesen weniger Käfern, die geschlüpft sind, sind mehr Käfer verkrüppelt. Die Flügel verkrüppelt, vielleicht bloß 5 Beine oder 4, kein Auge dran, also verkrüppelt. Ja. Die haben das WLAN jetzt nicht so ganz verkraftet während dieser Metamorphose, während dieser Umwandlung. Einfluss von Mobilfunkstrahlung auf die Bienen, die Honigbienen. Es gibt ja Wildbienenarten auch ganz, ganz viele. Beobachtet wurden in dem Fall die Honigbienen, die wir brauchen zur Bestäubung von ganz vielen unserer Nahrungspflanzen. Ergebnis war bei den bestrahlten Bienenstöcken, bei den unbestrahlten, okay, da ist mir der Balken verrutscht, der rote Balken gehört da nicht hin, aber macht nichts. Bei den unbestrahlten Bienenstöcken kehren insgesamt 40% der Bienen zurück. So, warum nur 40%? Ja, das ist bei den Bienen so. Ja. Die schicken ihre Arbeiterinnen, die schicken nicht die Königin aus zum Arbeiten und Nektar sammeln, sondern die Arbeiterinnen, auch die Alten. Und manche davon sterben einfach unterwegs, das ist normal. Also 40% kehren zurück von den Unbestrahlten, bei den Bestrahlten aber nur 7%. Also ein ganz deutlicher Rückgang. Und wenn nur 7 zurückkehren, dann ist das für einen Imker eine Katastrophe. Horst et al. 2006 in Bienen, Vögel und Menschen. Unser Kollege Diplom-Ingenieur Hofmeister hat das Heft mitgebracht. Da steht das alles drin, Bienen, Vögel und Menschen vom Herrn Professor, Doktor und so weiter. Haast et al. Hauptschädigungen sind, die Rückkehrraten sind vermindert, das Orientierungsvermögen ist gestört. Ganz interessant, die Bienen haben ja ein eingebautes Navi, ja, anhand vom Sonnenstand, vom Erdmagnetfeld, die haben ein eingebautes Navi, die brauchen kein GPS. Die finden nach Hause über hunderte von Metern und man hat festgestellt, das ist gestört. Einige von diesen markierten Bienen, die sind weit abseits vom Stock gefunden worden, also die haben sich einfach verflogen. Normal, wenn die Arbeiterin stirbt, die stirbt halt irgendwo unterwegs. Entweder bleibt sie auf der Blüte sitzen, der Vogel frisst sie oder sonst was, aber die fliegen nicht 2 Kilometer weit weg. Da sind die teilweise weit weggeflogen und dann verendet. Abwehrkräfte sind geschwächt. Natürlich sagt man dann, ja, die Varroa-Milbe und dies und jenes, aber wenn die Abwehrkräfte okay sind, dann kommt auch die Varroa-Milbe nicht. Collapse Disease, die Bienen verschwinden, der Stock ist plötzlich leer und zwar auch mitten im Winter, wenn eigentlich kein Grund ist, bei den bestrahlten Bienenstöcken. Was haben wir für Auswirkungen auf Nutztiere, auf Schweine? Veröffentlicht in der Zeitschrift Umweltmedizin Gesellschaft, Nummer 27/3/2014, Dokumentation aus einem landwirtschaftlichen Nutzbetrieb von Professor, Doktor, also die Titel sind hier alle weggelassen. Klaus Buchner, der sitzt für die ÖDP im Europaparlament, ist jetzt glaube ich schon über 80. Horst Egner, Josef Hopper, alles mit Doktor und so weiter. Ende 2009 wurden, Ende April 2009 wurde in ca. 300 Meter Entfernung zu einem Schweinezuchtbetrieb eine Mobilfunksendebasisstation in Betrieb genommen. Die Strahlungsbelastung stieg von vorher ca. 1 Mikrowatt
Sie erinnern sich, der Baum, der gute Zwetschgenbaum, hat ca. 7 Mikrowatt gehabt. Hier die Schweine haben sogar nur 1 Mikrowatt gehabt, noch weniger. Und der stieg dann auf bis über 1200 Mikrowatt pro Quadratmeter. Das Ganze sind aber erst gerade mal 1,6% des deutschen Grenzwertes. Deswegen habe ich gesagt, wenn Sie auf der Autobahn 130 fahren und Sie hätten dort einen Schüttel stehen mit 10.000, das kommt ungefähr hin, was wir für Grenzwerte haben in Österreich. Macht nicht viel Sinn, wenn ich auf die Westautobahn ein Schild mit 10.000 km/h hinschreibe. Die Grenzwerte machen genauso wenig Sinn, wie wir an den Tieren schon sehen und an den Bäumen. Also die Strahlungsbelastung ist hiermit auf maximal 1,6% des deutschen Grenzwertes gestiegen. Schon wenige Monate nach Inbetriebnahme dieses Senders kam es auf dem untersuchten Hof bei den neugeborenen Ferkeln zu einer Zunahme von Zwittern, erstens, und Missbildungen im Kopf-, Bauch- und Beinbereich. Missbildungen im Bauchbereich, dass ich was vorstellen könnte, sind der Schweineferkel ohne Bauchdecke gekommen. Da sind die Organe rausgehängt, die Darme, die Leber, die Milz rausgehängt. Es hat keine Bauchdecke gehabt oder es fehlt ein Bein oder es ist nur ein Stummel dran, wie bei den Kontergan-Kindern vor etlichen Jahren. Ich habe eins gekannt, ein Kontergan-Kind, das hat mit mir zu meiner Zeit studiert. Grafisch dargestellt, wie schaut das aus? Bei 1 Mikrowatt haben die jahrelang keine Anomalien gehabt. 0, 0, 0, 0. Dokumentiert ist hier nur der, also praktisch ab Mai, ab 1. Mai 2008 für 12 Monate. Dann kam der Sender, 1200 Mikrowatt, dann ging das los. Quartalsweise, das heißt pro 12 Monate haben Sie hier 4 Balken, jeweils für 3 Monate, beginnend ab Mai 2009 und dann 12 Monate. 4 mal 1 und dann geht es rauf. 11, 7, 8 Missbildungen, Zwitter, Anomalien. Besonders anfällig ist also die Zeit der Embryonalentwicklung im Mutterleib von der Muttersau, weil hier sehr häufig Zellteilungen mit Duplikation der Erbsubstanz stattfinden. Und das ist das anfälligste Stadium, wann diese Doppelhelix, die Erbsubstanz, dupliziert wird. So, äußere Merkmale, körperliche Missbildungen, Umrauschen, Abgänge und erneute Brunst. Und diese Umrauscher, das heißt, wann eine Besamung stattgefunden hat, natürlich, oder vom Tierarzt, der hat das dokumentiert, und es ist trotzdem zu einer neuen Brunst gekommen, das hat um 46% zugenommen in dem Zeitraum, ab dem der Sender installiert war. Vorher haben wir einen Vergleichszeitraum von 7 Jahren, müssen Sie mal schauen, 2002 bis 2009, 17,6 im Schnitt per annum. Und da ab Senderbetriebnahme 25,7. Zunahme um 46% im Embryonalentwicklung. Die DDR hat das gewusst, 1983 schon, als die noch gab, 6 Jahre lang. Und zwar das Ministerium für Post- und Fernmeldewesen nach DDR-Standard-Tele-Sonst-was-Gesetz. Nur Weidevieh, das heißt Schlachtvieh, neben Senderweiden, aber bitte kein Zuchtvieh. Ja, warum? Weil das nicht klappt mit dem Zuchtvieh. Genau aus den Problemen, die wir gesehen haben. Das haben die gewusst, 1983. Und was haben wir letztlich Auswirkungen auf den Menschen? Da gibt es ein schönes Heft. Ich habe es jetzt gerade nicht hier. Wir haben vorne ein paar Exemplare da. Ist ursprünglich entwickelt vom Landesumweltmediziner vom Land Salzburg, dem Dr. Med. Gerd Oberfeld, Landesumweltmediziner. Der hat, ich glaube, im Jahr 2004 oder 2006 die erste Version geschrieben, und nach dieser Version ist jetzt von Verbraucherschutzorganisation Diagnose Funk als Herausgeber der Druck und der Vertrieb übernommen worden. Wir haben ein paar Exemplare da. Und was sagt dieser Ratgeber? Elektrosmog kann unter anderem das vegetative und zentrale Nervensystem, Hormone, Chromosomen und Zellen beeinflussen und auch stören. Eine zu lange und zu starke Elektrosmogbelastung kann darüber hinaus zu verschiedenen, teils schweren Krankheiten führen. Steht da drin, das stand schon 2004 drin, in der ersten Version. Jetzt ist halt die Frage, Störungen, schwere Krankheiten, die Sachen, die wir gesehen haben, Kopfschmerzen, Migräne, Schlafstörungen, Schlaflosigkeit, erhöhter Ruhepuls, habe ich zum Beispiel regelmäßig, ja, wenn ich so einen Abend wie jetzt hinter mir habe, geht mein Ruhepuls um 5-10% rauf. Wenn ich den ein zweites Mal habe, geht er wieder 5-10% rauf.
irgendwann, wenn ich dann bei 90, 100 bin, dann schlafe ich nicht mehr gescheit in der Nacht um 2, dann ist die Nacht gelaufen. Ich kriege fast jeden Monat Einladung von der SGKK zu Bluthochdruckschulungen und so Dingen. Vielleicht sehen Sie da einen Zusammenhang. Erschöpfung, Depression, Hautveränderungen, Konzentrationsstörungen und Wortfindungsstörungen. Kann das mit Funkstrahlung und Elektrosmog zusammenhängen bei uns Menschen? Der Ratgeber sagt ja. Viele Menschen reagieren auf Elektrosmog mit teils erheblichen Störungen des Wohlbefindens. Elektrosensibilität kann je nach Schweregrad zu einer deutlichen Minderung der Lebensqualität und der Arbeitsleistung führen. Bis hin zur Erwerbsunfähigkeit, wie bei mir zum Beispiel. Insbesondere die Mobilfunktechnik zwingt immer öfter Menschen zur Aufgabe ihres Arbeitsplatzes und oder zur Flucht aus ihrer eigenen Wohnung. Es gibt da auch eine eigene Studie, die kann man auch runterladen bei der Verbraucherschutzorganisation Diagnosefunk. Die Studie von Genius und Lipp aus dem Jahr 2011. Warum denn jetzt führt Funkstrahlung bei manchen Leuten zur Aufgabe des Arbeitsplatzes und zur Flucht aus ihrer eigenen Wohnung? Ja, vielleicht weil die schwere Schmerzen haben, vielleicht Kopfschmerzen, vielleicht weil die Schlafstörungen haben oder Schlaflosigkeit, sich hinlegen, 1-2 Stunden schlafen und dann ab 11 Uhr oder 12 Uhr wach liegen, nicht mehr einschlafen können, obwohl sie todmüde sind. Oder andere schwere Befindlichkeitsstörungen. Ein Beispiel dafür, das ist der Herr Ulrich Weiner. Ich muss sagen, eigentlich ein entfernter Kollege von mir. Ich bin ja auch gelernter Elektroniker, Funktechniker, Messtechniker gewesen einige Zeit. Auch im Prüffeld. Ich habe also diese Dinge, die mich selber krank gemacht haben, selber mitentwickelt, selber mitgebaut und getestet, dass die serienreif geworden sind. Sozusagen ein Fachmann. Der Uli Weiner ist ein Kollege, den hat begeistert neben seiner Schule, dass er schon mal Autoradios einbaut und so C-Netz-Autotelefone einbaut. Und er hat sich dann sehr bald selbstständig gemacht, hat eine Lehre gemacht und hatte mit 20 Jahren schon einen Betrieb mit 20 Angestellten. Da war er der Chef mit 20 Jahren. Das hat ihn begeistert, der hat das gemacht und der hatte einen alten VW-Bus, der hatte den Spitznamen Igel. Warum Igel? Der hatte lauter Stacheln drauf. Ja? Der hatte zum Teil über 6 Antennen drauf, C-Netz, alles Mögliche. Sogar sein Fahrrad hat eine Antenne. Wenn Sie da gucken, hinten bei dem Koffer, da sind die Batterien drin, das Sendegerät und ist eine C-Netz-Antenne drauf. Und er ist da gerade mit seinem ersten D-Netz-Handy vom Siemens beim Telefonieren. Ganz stolz hat er auf seiner Website. Das Problem, der kann jetzt nur noch im Wald schlafen, in einem abgeschirmten Alu-Wohnwagen, in einem Funkloch. Nicht nur Funkloch, wo sie einen Betreiber nicht empfangen können, sondern wo überhaupt kein Betreiber zu empfangen ist. Also ein richtiges Funkloch. Und da sitzt er drin und arbeitet mit seinem Computer. Ja, wie geht denn das zusammen? Der Computer hier, die Tastatur, die Festplatte, das ist abgeschirmt mit so einem Abschirmstoff, wie auch mein Hemd draus ist und der Hut. Und da arbeitet er mit Kabel zur Maus und mit Kabel zur Tastatur und hat eine Schutzkleidung an, einen Schutzanzug wie diese Monteure, die nachts die Antennen draufbauen auf die Masten. Das funktioniert. Nur Funk kann er nicht vertragen. Der hat eine sehr engagierte Website. https://ul-we.de. Da kann man draufgehen oder Sie geben einfach Ulrich Weiner ein im Google. Der findet alles. Und wir haben auch hier in Salzburg so eine Schwerstbetroffene wie den Ulrich Weiner. Da braucht man gar nicht bis in Schwarzwald nach Deutschland, sondern es reicht einfach, wenn man hier nach Salzburg unserer Frau Erika Gabriel zuhört. Das ist nämlich die Gründerin unserer Gruppe im Jahr 2003 gewesen. Und ich darf unsere Frau Erika Gabriel bitte zu mir bitten, wo sie möchte, an den kleinen Tisch. Herzlich willkommen. Bitte schön. Dankeschön. Einen schönen guten Abend. Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Erika Gabriel. Ich wohne seit 60 Jahren in der Stadt Salzburg und habe bis zu meiner Pensionierung einige Jahrzehnte in der Sozialversicherung gearbeitet. Ich bin hochgradig elektrosensibel geworden. Und habe aus diesem Grund im Jahre 2003 die Selbsthilfegruppe Elektrosmog Salzburg gegründet.
Dem vorausgegangen sind einige Jahre mit ständig zunehmenden körperlichen Befindlichkeitsstörungen und unangenehmen Symptomen. Das steigerte sich ständig, bis es 2001 mit einem Multisymptomenkomplex zu einem gesundheitlichen Totalzusammenbruch kam. Nachdem ich bis heute immer wieder gefragt werde, was ich denn da spüre, wie sich diese Beschwerden äußern, möchte ich einige wenige dieser Symptome hier auflisten. Da zeigte sich eine totale Abnahme der Hirnleistung. Im Klartext, ich war nicht mehr in der Lage, einen gelesenen Satz inhaltlich zu erfassen, auch gesprochene Worte sinnvoll zu verstehen. Dann ein extremes Unruhegefühl, so als ob ich 30 Tassen Kaffee getrunken hätte, verbunden mit Vibrationen und Zittern, als ob ein laufender Motor in mir eingebaut wäre, und das Ganze war begleitet von einem elektrisierenden Gefühl, auch als ob ich an einer Steckdose angeschlossen wäre. Wohlgemerkt alles als Dauerzustand. Schneidende, krampfartige Schmerzen im Herzbereich und gesamten Thorax. Herzrhythmusstörungen. Brennende Schmerzen im Mund, Zunge, Hals, Gaumen. So als ob man sich mit einem kochenden Tee verbrüht hätte. Aber das war ein Dauerzustand. Kopfschmerzen, zum Teil brennender Art, die durch nichts zu beeinflussen waren. Ein Gefühl, als ob ich einen Wasserkopf hätte, in dem das Gehirn hin und her schwappt. Gleichgewichtsstörungen, Schwindel, Dauerübelkeit mit ständig nervösem Brechreiz und jederzeit das Gefühl zu kollabieren und zusammenzubrechen. Sehstörungen, Hörstürze und totale Schlaflosigkeit. Also nicht zu verwechseln mit zeitweisen Einschlaf- oder Durchschlafstörungen. Nein, ich konnte 30 Tage lang nicht eine einzige Minute mehr schlafen. Wenn ich das nicht selbst erlebt hätte, würde ich nicht glauben, dass es so etwas gibt und man das überleben kann, zusammen mit den eben genannten Dauersymptomen. Bei einer durchgeführten ärztlichen Untersuchung durch einen Internisten wurden mir Schlaftabletten und Psychopharmaka verordnet. Da sich nach meiner Beobachtung die Beschwerden immer sehr deutlich verringerten oder manchmal gar nicht mehr spürbar waren, wenn ich mich an Orte begab, ohne Mobilfunkstrahlung. Und so stellte ich dem Arzt die Frage, ob meine Beschwerden mit Mobilfunkfrequenzen in Verbindung stehen könnten. Die Antwort war nein, das ist wissenschaftlich nicht bewiesen. Und so wurde ich als Spinner und Hypochonder eingestuft, wie viele meiner Leidensgenossen auch, bis zum heutigen Tag. Ich wandte mich an die Salzburger Landesregierung, genau an das Referat für Umweltmedizin an Herrn Dr. Oberfeld. Dieser hat verstanden und mich total ernst genommen. Hat eine Elektromessung in meiner Wohnung durchgeführt mit dem Ergebnis: extreme Belastung durch Mobilfunksender von außen und vom Inneren des Hauses durch Schnurlostelefone der Nachbarn, deren hochfrequente Strahlung ungehindert durch die Wände kam. Ich habe in den darauffolgenden Jahren dreimal einen Wohnungswechsel durchgeführt und mein Zustand hat sich jedes Mal sofort gebessert. Leider musste ich aber immer wieder nach kurzer Zeit auch diese Wohnungen fluchtartig verlassen. Die ganze Elektrosmog-Symptomatik zeigte sich eines Tages plötzlich wieder. Und auf meiner Spurensuche konnte ich neue Errichtungen und Installationen von Funkstrahlungsquellen im Umkreis finden. Herr Dr. Oberfeld hat mich dann ermutigt,
eine Selbsthilfegruppe für elektrosensible und Elektrosmog-Geschädigte zu gründen. Das war 2003. Er meinte, es wäre ein Forum, wo Menschen, die so wie ich an Elektrosensibilität leiden und nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen, Kontakt zueinander aufnehmen können. Hier im Umkreis waren es anfangs wenige. Doch nach Bekanntwerden der Selbsthilfegruppe durch das Internet, durch Herrn Dr. Oberfeld, meldeten sich dann Betroffene von anderen Bundesländern aus Bayern, Norddeutschland, Südtirol, aus der Schweiz. Aber besonders jetzt in den letzten Jahren und Monaten wurde es rasant mehr. Infolge der Unentrinnbarkeit der Zwangsbestrahlung, aber auch durch das freiwillig bereitwillige Selbstausliefern an diese Frequenzen, tritt das Erscheinungsbild der Elektrohypersensibilität immer häufiger zutage. Heute sind es Hunderttausende weltweit und darunter sind sehr viele junge Leute. Dabei kennt man nicht die Dunkelziffer derer, die ihre Symptome nicht zuordnen können. Sie wissen nicht, wohin sie flüchten sollen. In der Regel werden sie nicht ernst genommen, oft angefeindet, auch innerhalb der eigenen Familie und von Freunden. Doch diese bedauernswerten Menschen erzählen keine Lügenmärchen. Wenn sie aufgrund der Unerträglichkeit dieser Elektrofolter Hilfe in der herkömmlichen Medizin suchen, riskieren sie die Weiterleitung oder Einweisung in eine psychiatrische Abteilung, wo sie mit der Diagnose Hypochondrie und Wahnvorstellungen und Ähnliches belegt und mit Psychopharmaka versorgt werden. Es ist derzeit Gepflogenheit, mit allen Regeln der Kunst diese Menschen unglaubwürdig und lächerlich zu machen. Seit Jahrzehnten liefern ernsthafte Forscher, die sich den Prinzipien der Integrität und Unbestechlichkeit verschrieben haben und nach streng wissenschaftlichen Kriterien ihre Forschungsarbeit durchführen, zahlreiche brisante Studien, die die schädliche Auswirkung und Gefährlichkeit dieser Funktechnologie auf die Menschen, auf die Tiere und die gesamte Natur beweisen. Veröffentlicht wird das in der Regel in der Fachliteratur, die aber von Otto Normalverbraucher nicht gelesen wird. Und so bleibt die breite Bevölkerungsschicht seit Jahren uninformiert und ahnungslos. Unbeeindruckt davon wird weiterhin von gewissen Kreisen gebetsmühlenartig die Unbedenklichkeit und Harmlosigkeit dieser Technologie verkündet. Laut Menschenrechtskonvention gibt es einen schönen Satz. Jeder Mensch hat Anspruch auf Unversehrtheit seiner Person und Wohnung. So steht es am Papier. Die Realität sieht anders aus. 2013 wurde hier in Salzburg über den Verein für Sammelklagen, geleitet von Herrn Rechtsanwalt Dr. Schöpfer, eine Sammelklage wegen Verletzung der Menschenrechte bei Errichtung und Betrieb von Mobilfunkanlagen in Österreich beim Europäischen Gerichtshof in Straßburg durchgeführt. Es haben 780 Schwerstbetroffene und Geschädigte mit dokumentierten Beweismitteln teilgenommen. Auch ich. Es kam zu keiner Verhandlung. Die Klage wurde im Vorfeld schon als unzulässig erklärt und von einem Einzelrichter abgewiesen. Normalerweise muss ein Senat von 3 Richtern entscheiden. Diese Abweisung
wurde dezidiert als endgültig erklärt und es gibt keine Möglichkeit einer Neuaufnahme. Das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Nun, wie sieht das Leben von Menschen durch diese Technologie? Wie sieht das Leben von Menschen, die durch diese Technologie künstlich krank gemacht wurden, aus? Nach 3 missglückten Übersiedlungen habe ich die Entscheidung getroffen, meine Wohnung professionell unter Einbeziehung eines Elektromesstechnikers und Baubiologen abschirmen zu lassen, um mir ein lebbares Zuhause zu schaffen, wie ich hoffte. Aufgrund der Extremposition durch Funk-Hochfrequenzbelastung, der rundum stationierten Mobilfunksender und der zahlreichen WLANs aus den Nachbarwohnungen, die ungebremst durch die Wände strahlen, war das ganze Vorhaben laut Meinung dieses Baubiologen sehr schwierig und gewagt. Um nicht obdachlos zu sein, habe ich es aber durchgezogen und 26.000 Euro dafür bezahlt. Der Erfolg war bescheiden. Die Wohnung war weiterhin für mich nicht bewohnbar. Ich habe dann selbst nachgerüstet, mit 4-fachen Abschirmvorhängen vor den Außenwänden und Fenstern, die Frequenzen sehr wohl weiter minimierten. Aber 500 bis 700 Mikrowatt per Quadratmeter war für mich immer noch zu viel. Ich installierte somit im Raum noch zusätzlich einen Baldachin mit doppelter Stoffschicht, 1,30 m x 1,30 m im Quadrat. Und nur in diesem Käfig halte ich es aus. Im Dunkeln, fast ohne Tageslicht, lesen oder etwas arbeiten geht nur mit Taschenlampe. Die WLAN-Strahlung aus den Nachbarwohnungen konnte ich bis jetzt nicht in den Griff bekommen. Ein im landläufigen Sinn normales Leben mit einem angenehmen Zuhause kenne ich seit 18 Jahren nicht mehr. Soziale Kontakte wie Besuch bei Verwandten, Freunden, Bekannten oder Veranstaltungen, Vorträge, Konzerte ist nicht möglich. Funk- und WLAN-Strahlung ist in allen Gebäuden, Ämtern, Geschäften, Supermärkten, Restaurants, in allen Arztpraxen und deren Warteräumen, wo sich die wartenden Patienten die Zeit mit Smartphone-Spielen vertreiben. Auch in Ambulanzen, Krankenhäusern, Altersheimen, auch in Rehabilitationszentren, wo ein Aufenthalt für eine elektrohypersensible Person einem Todesurteil gleichkommen würde. Beim Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel wie Zug, Obus dergleichen, das ist nicht möglich. Jedes eingeschaltete Smartphone im Umkreis bedeutet für elektrohypersensible Folterqualen. Im Freien prasselt flächendeckend in hoher Konzentration Hochfrequenzstrahlung auf die Straßen hernieder. Im Höchstmaß werden wir bestrahlt in Langzeit überall, ob wir wollen oder nicht. Verstärkt wird dieses Strahlenbombardement tausendfach durch die Smartphone- und Tablet-Benutzer allerorts, die sich mit Begeisterung der eigenen Schädigung hingeben. Die Masse der Menschen spürt die Einwirkung der Frequenzen nicht direkt und spontan, wie wir, die bereits Elektrosensiblen.
Und es gibt auch bei denen zahlreiche Varianten von Symptomen. Jeder Mensch reagiert etwas anders. Jedoch die Schädigung trifft jeden, ob sofort gespürt oder nicht. Nach jahrelangem Nichtsspüren kommt eine dramatische Diagnose. Die Gesellschaft wäre gut beraten, alle bereits jetzt Elektrosensiblen als Frühwarnsystem zu erkennen. Elektrohypersensible können ohne Schutzkleidung nirgends mehr hingehen. Nur ohne totalen Kopfschutz, um das Gehirn zu schützen, ist alles andere eine heilige Handlung. Und wir haben ja Burka-Verbot. Es ist das Gebot der Stunde, dass diese hausgemachte, künstlich erzeugte Krankheit rechtlich in das staatliche Gesundheitswesen aufgenommen wird. Mit allen rechtlichen Konsequenzen und Vorsorge, wie beispielsweise bei den Nichtrauchern, Nichtrauchern und den Behinderten mit der Barrierefreiheit. Dabei muss aber eines vorweg sichergestellt sein. Wahrheitssuchende und mutige Ärztinnen und Ärzte, die sich diesem Gebiet zuwenden, dürfen nicht Gefahr laufen, als unseriös, unwissenschaftlich, unqualifiziert und womöglich noch systemfeindlich und wirtschaftsschädigend deklariert und geahndet zu werden. An Erkenntnissen fehlt es nicht, jedoch am politischen Willen, diese Erkenntnisse zu beachten. Der Appell geht an alle von uns gewählten Politikerinnen und Politikern, sich dieses Themas anzunehmen und unserer Forderung und Anspruch auf Menschenrecht gerecht zu werden. G5 und die Zwangsmontage der Smart Meter steht vor der Tür. Es melden sich schon Expertenstimmen mit dem Ruf nach einer Volksbefragung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke für den Beitrag, liebe Frau Gabriel. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht mit der Zeit. Es ist jetzt nicht die Zeit für Wortmeldungen. Pause, genau. Wir können jetzt eine Pause machen von 5 Minuten. Es gibt bei der Pause auch was zu tun, und zwar haben wir solche Bogen, wenn Sie mit uns in Kontakt bleiben wollen. Die Frau Dr. Müller wird die Bogen durchgeben oder austeilen, da können Sie Ihre Kontaktdaten reinschreiben und abzeichnen für alle, die noch nicht hier waren, die neu sind und die mit uns in Kontakt bleiben wollen, fürs nächste Gruppentreffen oder Informationen, Newsletter bekommen wollen, bitte ausfüllen, Stifte, und die Formulare gibt es da. Ansonsten jetzt 5 Minuten Pause bis 4 Minuten vor 8 und dann bitte wieder kommen.